Und jetzt nehmen wir Sie mit ins Kino. Das Karlsburger Musical Mademoiselle Marie kommt am Dienstag auf die Leinwand. Der Film erzählt die Geschichte einer fränkischen Bäuerin im Jahr 1955. Die ideale Filmkulisse fand sich auch in Franken im Freilandmuseum Bad Windsheim. Und wie soll es anders sein? Es geht um die Liebe. Du kannst doch nicht ewig auf den Hans warten. Ich weiß, dass das weh tut. Aber du musst doch auch wieder nach vorn schauen. Und der Bauernhof. Der Franz, wenn er wieder zurückkommen wäre, könnten wir unser ganzes Glück da verpachten. Ich schaffe einen Bulldog an. Aber keinen Mann. Marie will nicht aufgeben. 10 Jahre lang hofft sie, dass ihr Mann aus russischer Gefangenschaft zurückkehrt. Vergeblich. Dann verliebt sich der französische Hilfsarbeiter François in Marie. Du aber nicht wollen wissen, du immer schlechter Gewissen. Mon coeur, boom, 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 boom. Aber ich mag dich doch. Romina Satiro schlüpft in die Rolle der Marie. Als 10-Jährige begann sie Theater zu spielen. Jetzt ihr erster Kinofilm. Schau, das ist doch der Bulldog von der Marie. Und das finde ich ist gerade das Spannende an der Marie, weil die Marie ist eine sehr emanzipierte Frau, eine sehr starke Persönlichkeit. Ja, die versucht ihren Willen, aber auch ihr Herz, diesen Willen eben durchzusetzen oder ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Der Film spielt zum Teil im französischen Oradour. 1944 ermordeten hier SS-Soldaten 642 Franzosen. Was mich sehr mitgenommen hat, war unser Ausflug nach Oradour. Einfach diese Ruinen zu sehen, vor Ort zu sein, in diese ganze Vorgeschichte einzutauchen und dann noch alles mitgeteilt zu bekommen von einem, der das selber erlebt hat. Also in dem Fall von Robert Hebras. Das war sehr emotional. Also da ist mir wirklich die Gänsehaut gestanden. Nur 6 Franzosen überleben den Angriff. Einer von ihnen, Robert Hebras. Er erzählt, wie SS-Soldaten die Menschen damals in Häuser und Kirchen sperren und die Gebäude anzünden. Als das Schreckliche geschieht, ist er gerade mal 18 Jahre alt. Ich war den Tränen sehr nahe, weil es einfach eine wahnsinnig berührende Geschichte ist. Den Hass der Franzosen auf die Deutschen spürt Marie deutlich, als sie mit ihrer neuen Liebe Frankreich besucht. C'est ta femme? Non. Allemande? Oui. Die französischen Darsteller stammen teils aus Familien, deren Angehörige unter den Opfern von Oradour waren. Der vierte Produzent Peter Ponnert drehte den Kinofilm, der vorwiegend in Mittelfranken spielt. 80 Schauspieler engagierten sich ehrenamtlich. Ich kenne eure Sprache gut genug. Fritz Stiegler schrieb das Drehbuch. Der Mittelfranke beherrscht den Dialekt und als Landwirt hat er Ahnung vom bäuerlichen Leben. Das ist gut, dann kommt es gut. Ja. Das passt normalerweise überhaupt nicht zusammen, aber. Aber warum soll der Bauer nicht so was schreiben? Das ist einfach das Hobby, da, wo ich mir einfach geistig ein bisschen ausleben kann. Peter Ponnert hat das 2 Stunden lange Werk geschnitten. Es trifft den Nerv der Zeit, meint der Filmproduzent. Schließlich gäbe es auch heute Krieg auf der Welt. Die Folgen bekämen wir gerade zu spüren, mit Hunderttausenden von Flüchtlingen. Es herrscht wieder Hass. Auf einmal kommt es wieder raus. Und ich finde, man muss auch da was dagegen tun. Und der Film wirkt dagegen, indem er für Verständnis wirbt für das andere Volk und für die Fremden. Und eine Liebesgeschichte zwischen 2 verfeindeten Volksgruppen, damals verfeindeten Volksgruppen, drückt es wunderbar aus. Und ja, den Schluss kann ich leider nicht verraten. Der letzte Überlebende des Massakers von Oradour hat die Musical-Crew in Mittelfranken bereits einmal besucht. Und bei der Premiere am Dienstag will der Bürgermeister der französischen Gemeinde dabei sein.
Mademoiselle Marie ist das erste fränkische Musical auf einer großen Kinoleinwand. Am Dienstag feiert der Film Premiere im Metroplex in Fürth. Sie ist bereits ausverkauft. Regulär wird der Film dann im Nürnberger Cinecittà, in den Lichtspielen Großhabersdorf, den Zentrallichtspielen Bad Windsheim und dem Odeon-Lichtspiel in Bamberg laufen. Und mehr erfahren Sie auf unserer Homepage www.frankenschau.de. Und jetzt weiter.